Seit 2013 wird das markgräfliche Opernhaus in Bayreuth aufwendig saniert. Nach beinahe 6 Jahren Arbeit eines Expertenteams unter der Fachaufsicht der Bayerischen Schlösserverwaltung und des staatlichen Bauamts Bayreuth steht nun die große feierliche Wiedereröffnung an. Die Bayerische Theaterakademie führt mit der Unterstützung des Bayernwerks die Oper Artaserse von Johann Adolf Hasse als Erinnerung an die Eröffnung im Jahr 1748 auf. Was hier ganz schön ist bei der Wiedereröffnung, dass eben der Nachwuchs der Kultur- und Theaterarbeit hier auftreten wird bei der Akademie mit einer Oper, die auch damals bei der erstmaligen Eröffnung hier im Opernhaus gespielt wurde. Eine schöne Geschichte, eine tolle Brücke. Das Opernhaus zählt zu den bedeutendsten und besterhaltenen Theatern in Europa. Aus diesem Grund ist in die Restauration und Sanierung besonders viel Herzblut geflossen, um den Glanz der Vergangenheit wiederherzustellen. Sie müssen sich vorstellen, dass das markgräfliche Opernhaus als Vorbild das Kaiserliche Hoftheater in Wien hatte. Also wirklich das beste Theater und größte Theater der Zeit. Insofern sind wir wirklich glücklich, dass dieses Haus erhalten geblieben ist. Und Sie können im Zuschauerraum heute einen authentischen Raumeindruck des 18. Jahrhunderts erleben. Die Erhaltung des einzigartigen Baudenkmals sorgt für Strahlkraft weit über die Stadt und die Region hinaus. Also das markgräfliche Opernhaus ist nicht umsonst Weltkulturerbe. Also es hat eine weltweite Bedeutung. Es ist eben ein Theater, das seinesgleichen in ganz Europa sucht. Von daher denke ich, dass nach der Wiedereröffnung auch nicht nur die Augen in Bayreuth auf das Objekt gerichtet sein werden, sondern weltweit ein entsprechendes Echo erzeugt wird und sehr viele Leute hierher nach Bayreuth kommen werden, um dieses Theater zu erleben. Nach der Wiedereröffnung im April 2018 können Sie sich selbst ein Bild des Weltkulturerbes machen. Denn das Opernhaus soll nicht nur als Museum dienen, sondern in den Monaten April bis Oktober auch bespielt werden.